Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Meldes 22 Hof Bergmann am Bergmann Freitag. Zweite Folge mit Patty und Paul. Hallo. Hallo. So, ich werde hier gleich fertig. Das dauert hier nicht mehr lange, du. Ich blink schon wieder, der ist schon wieder gleich voll. Ach, ein Monster, ey. Kann man die gar nicht mehr bewegen, wenn er voll ist? Du musst kurz warten und ein bisschen vorwärts, rückwärts schalten, dann kannst du da fahren. Jo. Ich glaube, er hält immer nur für, ich glaube, 5-6 Sekunden oder sowas. Mhm. So, das heißt, die anderen Felder werden alle häckseln. Die anderen meisten Felder werden alle gehäckselt, ne? Das ist nur noch das 21, das große. Das riesengroße? Oder müssen wir mal drei Leute sein, ne? Wie gesagt, du kannst auch einen Teil. Nee, wenn, dann würde ich alles runterhäckseln. Aber da sehen wir auch mal, welche Menge da rumkommt. So. Ach nö. Was denn? Mein Gerüst ist schon wieder leer. Aber ich musste erstmal meine Lieferantenrunde machen, sonst sind die Leute traurig. Alter, sieht das aus. Das Feld 7 sieht aus, wenn man auf die Karte guckt. Oh, krebsrot. Tja. Da wird ein bisschen Zeug benötigt hier. Oh, BGA ist leer. Ja, das kann auch sein. Katastrophe. wollen wir nicht auch Schweinefutter verkaufen oder brauchen wir noch nicht? Wir können alles raushauen, was wir haben. Kein Problem. Ich fülle jetzt erstmal kurz die Wege auf. Bei der Hühnerfarm oben muss man dann auch ausmisten und füttern und so weiter. Ja, deswegen. Weil ich noch ein bisschen Zeit benötigen, bis ich da wirklich dem Häckseln anrücken kann. Mann, nee, wer kam eigentlich auf die Idee, Feld 21 Mais zu machen? Och, nö. Ja. Oh, das muss wieder komplett pflügen. Geil. Spaßig. So, Feld ist abgedroschen. Sehr schön. Sieht doch gar nicht so schlecht aus mit dem Schneidwerk. Nee, zusammen könnte schlimmer sein. Ja, ja. Es könnte auch rot sein. Ja. Rot auf gelb oder grün auf gelb ist auch schon egal. Aber es ist gekauft, es ist unseres, ne? Ist halt so. Der Fendt ist nahezu voll. Ja, ja, deswegen haben wir schon gedacht. Ja, auch ordentlich was runter. Das ist die Frage, wie ist gerade der Wert? Wo habt ihr denn mein Verkaufs-LKW hingestellt? Verkaufs-LKW? Ich hab den nirgends hingeparkt. Okay, muss ich mal gucken. Ich den kannst du auch nicht mehr finden. Paul? Wo ist der hin? Paul. Ich hab nichts gemacht. Er steht nicht an seinem Fleck, Paul. Er ist auch, nicht, ist auch nicht auf dem Server. Einmal mit einem. Nur. Nee. Nächster, nee, nee. Ist ach, nicht, nee. Nö. Was ist das jetzt für ein Müll? Ich hab bloß gerade in die Garage geguckt und er ist nicht. Ja. Nicht mehr da. Das Maiskorn müsste zur Schrotmühle. Ach, deswegen wollten wir Körnermais machen. Nein, Direktverkauf. Ach so, kann man das? Weiß ich gar nicht. Kann man das malen? Nee. Haben die einfach mal LKW gelöscht? Nee, mal. Das war keine Absicht. Ich also, weiß nicht, wo wieder weg ist. Die Lackierung, weißt du, der war eingefahren.
habe eigentlich nichts dran geändert. Dann wird das erstmal nichts mit dem Zeug wegfahren, ne? Ja, es bringt jetzt meinen gesamten Plan durcheinander, so. Du kannst dir den Mais zur Kornmühle fahren und dann die Silageballen verkaufen gehen. Ein bisschen Geld verdienen. Vielleicht noch ein bisschen Methan verkaufen gehen. Methan ist nicht mehr so viel da. Die Hexen. Nee, noch nicht. Alleine. Ich kann dich nicht unterstützen. Mhm. Ich bin gerade am Gift spritzen. Okay. Wohin gehört der Mais, hast du gesagt, der könnte Mais? Zur Kornmühle direkt verkaufen. Kornmühle? Ja, finde ich. Das müsste eigentlich links oben sein, wenn ich euch alles. Wenn ich alles täuscht. War mein LKW verkauft? Der ist nicht verkauft, ist doch viel schlimmer. So, als wäre er nie da gewesen. Getreidemühle? Landhandel? Wo ist denn die Kornmühle? Das müsste links oben sein, da bei der... Malzwerk ist links oben. Oder ach, Bierstüberl. Ja. Puh, gute Frage. Kann man auch nicht markieren. Ist das Kornmühle? Ja, so steht's drin. Warte mal, Körnermais. Kornmühle direkt verkauft. Was ist das denn für ein Zeug? Ja, na gut, da fahre ich halt zum Viehhandel. Mein Gott. Ja, ja. 5 Euro oder mehr oder weniger. Wenn ich schon meine Fahrzeuge verkaufen musste, mit Geld rankommen, naja. Man kann auch Nachfragen sein. Aber warum immer meine Fahrzeuge? Das verstehe ich nicht. Wieso immer deine? Wir hatten das schon mal, glaube ich. Ah ja. Da war dein Beta dann weg. Mhm. Aber, ich sag mal so, Paul, wichtig ist, du hast dein Weinzeug bekommen. Korrekt. Wichtig. Das war sehr wichtig. Wir müssen wahrscheinlich auch wieder unsere Wiese mähen, ne? Wenn ich das richtig sehe. Nee, die ist noch nicht so weit. Hm. Was ist denn hier für ein Verkehr, sag mal? Wo bist denn du, Giftspritzenparty? Auf den angesäten Feldern. Auf Rapsfelder und dann bei der Gerste. Wo du gesagt hast, bei die Gerste hat es mir kurz die Krückenhaare aufgezogen. Bei die Gerste? Bei die Gerste. Weiß ich nicht. Kann ich den Fan mit dem Anhänger schon bei der 21 stehen lassen? Kannst du. LKW da stehen lassen. Ja, wir will da häckseln. Gut. LKW aufs Silo fahren. Na, am Anfang geht's ja noch mit dem LKW. Ach so. Dann wird's schwierig. Naja, wenn der Volvo hinten schiebt. Der schiebt, aber anders. Der schiebt wahrscheinlich auch der LKW hoch. Der schiebt eine neue Auspuffklappe hinten rein. Auch das. Eigentlich sind wir zu früh mit dem Feld, ey. Jetzt die Feld. Jetzt die Göbel, ne? Dann. Ja. Ah. Das geht noch ein paar Wochen. Ja, ich weiß. Aber ja. Wir können ja gleich wieder Mais draufschmeißen.
Irgendwann wird schon passen, meinst du? Ja. Zur Not muss man halt zwischen den Folgen mal ein bisschen vorspulen. Ja, gut. So, okay. Was hast du noch gesagt, Paul? Ich muss irgendwas verkaufen. Die Silageballen kann man verkaufen noch hier. Hast du einen LKW frei? Das passt nicht an LKW, das ist der Ballenwagen. Du musst einen Fan fahren. Da habe ich ihn gerade abgestellt. Wie sich freut, ne? Nimm den Dreck. Du musst ja schon mal sparen für die Göwein, ne? Nimm den Dreck so, nimm okay. Ja. Ach nö. Die eine Hälfte ist noch gar nicht fertig. Es sind nur 12 Ballen. Warte, eine Sache kann ich dir sagen, ne? Egal ob wir Geld haben oder nicht. Die Göwein kommt. Ja, drum muss man jetzt alles verkaufen, was irgendwie geht. Der Ballenwagen steht nicht hier. Wo ist denn der Ballenwagen? Der stand immer hier. Alter, ich kriege hier die Pimpanellen, ey. Das ist doch nicht wahr. Lass mich raus. Lass mich raus. Kann nicht sein. Hallo, hattest du gerade gesagt, ich hatte den Ballenwagen? Ja. Nee, hatte ich nicht. Ich glaube, den hatte ich sogar selber. Das war Werner selber. Der hat den Ballenwagen in der letzten Aufnahme, nicht ich. Ah, ja. Was hast du mit dem Unimog angestellt? Der Stern ist ein bisschen verbogen. Das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Er ist Kummer gewöhnt. Ich wollte es nicht so direkt sagen. Frechheit. Ach was. Hat er hier Platz? Ja, ne? Aha, nee. Gefüllt müssen wir die Kühe auch einstreuen. Stroh einstreuen. Wir bräuchten dann mal wieder ein bisschen Liebe, ja. Alter, der schwimmt doch auch, der Unimog. Ja, originalgetreu. Herzlich wie ein besoffenes Kamel. Alles klar. Kann es sein, Paul, dass ein neuer Unimog 300.000 Euro kostet? Das kommt drauf an, in welche Ausstattung. Du kriegst du schon zusammen. Ich habe jetzt gehört, eine Gemeinde hat sich da jetzt einen neuen Unimog geholt. Mit Salzsteuer, Schneepflug, allem drum und dran. Mit jeglicher, was du halt haben kannst. Weil die den auch im Sommer verwenden. 300 Flöcken? Boah, Alter. Wenn du eine starke Motorisierung mit, dass du auch die Berge hochkommst und so weiter und dann mit Salzstreuer und so weiter, ja, das kriegst du schon hin. Das ist schon teuer, ne? Naja, die Dinger haben ja auch mittlerweile auch 400 PS oder so. Jo, ja, kannst du. Ja, die hatten halt einen vorher und der war irgendwie, keine Ahnung, 20 Jahre alt. Ja. Und dann machst du halt, machst du nichts an so einem Ding. Also 20 Jahre ist für den nix. Nö. Die läuft nochmal 20 Jahre problemlos. Die neuen kosten schon ein bisschen Geld. Ja. Aber wenn du es vergleichst mit einem Traktor zum Beispiel, dann ist es schon wieder relativ günstig. Es kommt ja immer darauf an, was du brauchst, ne? Ja, im Unimog kannst du halt alles machen. Ja, das stimmt wohl. Und theoretisch kannst du im Unimog auf der Autobahn fahren. Nicht nur theoretisch. Ja, okay. Macht aber nicht so dolle Spaß. Also nee, mit einem neuen vielleicht, aber mit den älteren macht es keinen Spaß. Der wird dich halt leer blubbern, ne? Ja, oder das geht tatsächlich noch, aber ja. Es ist halt einfach. Da bist du sicher bei 20 Liter. Gute Frage. Es kommt halt immer aufs Getriebe und so weiter an. So viel bin ich tatsächlich noch nicht Autobahn gefahren. Vor allem, du hast ja nur einen alten, ne? Mhm. Wann kommt der neue? Gar nicht. Gar nicht. Zu viel Elektrik drin. Naja, muss ja auch
mit der Zeit gehen, ne? Das ganze, Prozedere. Wird eigentlich noch ja, der wird noch gebaut, ne? Nö. Nö. Weil Mercedes ist echt verrückt, wenn die den einstampfen würden. Die bauen auch den, so wie es ihn früher gab, noch als zweite Serie. Ehrlich? Das ist im Prinzip, also von den Maßen her, genau das gleiche Führerhaus wie früher. Du kannst das neue, vom neuen Unimog auf den alten draufstecken. Es passt 1:1. Die Scheiben sind alle die gleichen, die Türen sind alle die gleichen. So krass. Aber der kostet halt richtig Geld. Ja gut, was kostet heute kein Geld mehr, ne? Was dann auch Qualität hat. Ja, ja, Geld und Qualität. Das sind immer zweierlei Paar Schuhe. Wenn ich das so sehe, was bei unseren Lokomotiven teilweise alles mittlerweile schon kaputt geht und die Loks sind ja nun, weiß Gott nicht. Billig. Alt. Billig sowieso nicht. Ich habe so überhaupt Lok kein Gefühl kostet, dafür. Kann ich das sagen? Also, die wir haben, von den drei Stück, kostet eine 5,5 Millionen Euro. Oh, eine. Schnapper. Schnapper. Oh. Ja. Mhm. Muss man sich auch gönnen können. Ja. Sind das Leasing. E-Loks oder Diesel-Loks? Sowohl als auch. Eine Kombination. Das sind Hybriden, mein Lieber. Ja gut, dann haben sie natürlich auch ordentlich Motorzeug da. Was wiegt denn so eine Lok? Die wiegt 123 Tonnen. Ah ja. Das ist ein bisschen Leichtgewicht. Ja, ja, ja. Muss ja ein bisschen Bodendruck haben, sonst kommt er auf den Schienen nicht voran. Ist auch in Österreich zugelassen, die Lok. Ja, logisch. Ja gut, die würde aber anders schieben, ne? Mhm. Die fliegt erstmal schön die Schiene um. Da würde so ein ICE, wird ja ein Leichtgewicht dagegen sein. Hat auch seine paar Tönnchen. Scheiß Züge sind gar nicht immer so leicht. Nö. Aber denk dir mal, wie viel Strom du dafür brauchst, damit so ein Ding nach vorne schiebt. Wie viel Strom? Ja. Kann ich so sagen. Also wenn ich meine Züge so bewegt habe, sagen wir mal roundabout 500 Kilometer, da warst du bei 10.000 Kilowattstunden für eine Fahrt. Aha. Jahresverbrauch von einem Einfamilienhaus. Ich habe eine Fahrt. Ich habe eine Frage. Wir hatten da schon lange keine Upsis mehr, ne? Ja. Ich brauche mal da einen starken Helfer. Aber bist du als Admin drin? Ja. Hast du die falsche Ballen mitgenommen? Wieso falsche Ballen? Oder was machst du? Das sind Grasballen. Jetzt interessiert's mich. Was denn? Hey, ich hab's doppelt. Ich hab's erst was falsch abgehakt. Richtig eigentlich. Du hast Gitter gefahren? Na, ja, ja also gefahren. Vielleicht. Ich hab's, also, jetzt nicht, aber es sind eh Grasballen. Also, wo reden wir hier eigentlich? Paul? Nicht alle. Möchtest du drüber reden, warum dein Fan, dein Kleiner, schon wieder die rote Lampe anzeigt? Ja, ich fahr zum Hof zurück. Ist doch nicht normal mit euch, oder was? Der hat 5 Stunden drauf, was willst du von mir? Der hat 5 Stunden drauf und ist leer. Der hat auch keinen großen Tank. Der hat ja auch nicht. Hat der? Oder? Oh nö, jetzt steht so ein Typ da, guck dich den Unimog an. Geh weg! Ach, verschallert das Zeug einfach. Ach, 70 Liter hat er. Ach, schnucklig. Na gut, okay, wenn du den jetzt 5 Stunden gequält hast, dann ist der Tank auch ganz schnell leer. Naja, also ich meine, für 5 Stunden Volllast ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt habe ich natürlich. Jetzt, also wenn es läuft, ne, dann. Ich bin Upsi frei und Werner. Jetzt kann ich die Grasballen nochmal abladen, weil ich hier die Silageballen jetzt nochmal rüberladen muss, ne? Ist nicht alles. Ich kaufe einfach alle, egal. Oh, nö, jetzt habe ich. So viel, jetzt geht der Typ auch weiter. Nicht. Okay, gut, schön. Es ist so ein Mäusemelken. Jetzt klappt doch hoch den Stuhl. Schläppchen ist aus.
Das Lämpchen ist aus und wir sind fertig mit der Folge. Das passt dir. Ja. Meine Damen und Herren, danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Da sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüssi. Tschüss.